mal kurz? Na klar. Moin. Da hast du Pucklöcher, Mäuschen. Guck mal, wo wir reingetreten sind. Hoch, ne? Ich muss mal wieder meine Höhenunflugangst besiegen. Und was das hört man nicht, jetzt kannst du noch mal. Das ist super schön, das ist ja ganz, ganz. Ich halte ganz langsam auf, man merkt gar kein Gewackel oder so. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Ich hätte so Angst. Wir sind jetzt 550 Meter. Ungefähr 17 km/h schnell und jetzt wieder deutlich gesunken, dass wir auf einem Partier. Ihre beobachten können. Da unten laufen Antilopen. Da sieht man sie. Muss man übrigens landen. So, dann geht's runter. Down. Landeposition. One down. Hello guys. Hoppala. Hey. Another one. Just stay there. Dann steigen wir wieder. Oh. Wow. Cool. Bekommen ein ganz tolles Frühstück mitten in der Wüste serviert. Just wanted to make sure, maybe I should ask your husband, your family, also your family. Not our family. Matteo must be yours. Yes. Carlos and Tanya, there you go. Thank you. Thank you. Ich bin hier so ein Urkunde. Erklär mal was dazu. Nee. Doch, mach mal. Die kriegt man immer, wenn man die erste Ballonfahrt gemacht hat. Gibt eine Urkunde und Zertifikat. Genau.
Genau. Wir sind jetzt hier nach einigen Stunden Fahrt am Tropic of Capricorn angelangt. Sagt den meisten von euch wahrscheinlich gar nichts. Ehrlich gesagt hat es mir vorher auch nichts gesagt. Das ist hier der südlichste Breitengrad, bei dem die Sonne quasi senkrecht über dem Kopf stehen kann und insofern eine durchaus denkwürdige Location. Ja, schweineheiß hier übrigens. Aus dem Auto mal wieder. Hallo. Wir sind jetzt auf dem Weg von, wo kommen wir denn jetzt her? Sossusvlei. Nach Swakopmund. Und die Strecke beträgt heute ungefähr 5 Stunden Fahrzeit. Unsere ersten Zebras gesehen. Toll, ne? Zumindest hier in Namibia. In Südafrika haben wir ja auch schon einige gesehen. Hier liegen extrem häufig Reifen am Fahrbahnrand. Hier liegen alleine 3 auf dem kleinen Stück. Also es scheint oft zu Reifenpannen zu kommen. Die beiden sind auf der Suche nach einem Chamäleon. Ich bezweifle, dass sie es jetzt finden, aber vielleicht haben sie ja Glück. Und? Habt ihr eins gefunden? Das ist kein Chamäleon. Hä? Habt ihr ein Chamäleon gefunden? Eine Schlange, kein Skorpion, kein Chamäleon. Magere Ausbeute. Erzählen. Also, eben haben wir gerade wieder jemanden am Straßenrand gesehen, der eine Autopanne hatte. Und natürlich auch kein, Geländewagen, sondern hier mit einem normalen Wagen lang gefahren ist. Was einfach die Reifen nicht packen bei dieser Straße. Also, es ist quasi schon vorprogrammiert, würde ich mal so behaupten. So nach unseren Erfahrungen, oder wie siehst du das? Ich würde das auch machen. Ja. Was ich allerdings. Geländewagen ist Pflicht. Entschuldigung. Geländewagen ist Pflicht. Okay, was ich allerdings nicht verstehe, hier liegen ja halt sehr viele Reifen rum, warum die Leute nicht einfach ihre Reifen mitnehmen und irgendwo dann entsorgen. Aber die lassen die echt leider alles in der Wüste liegen, was für mich schade ist für die Umwelt. Ne? Hier steht auch überall ab und an mal so ein Schild: Keep your desert clean, aber. Halten sich leider nicht alle dran. Wir sind jetzt hier Walfish Bay angekommen und kurz vor Swakopmund. Das sind jetzt von hier aus noch 32 Kilometer bis zu unserer Unterkunft. Hier ist es deutlich zivilisierter. Wir haben auch ein großes modernes Einkaufszentrum gefunden, wo wir gerade drin waren und endlich wieder unser Bananenbrot bekommen haben. Hier ist die Straße, sieht noch ganz nett aus. Da kommen halt hier diese Häuschen und da hinten. In der Ferne ist auch noch mal so eine Siedlung, aber das war es eigentlich auch schon. Jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter an Swakopmund dran. Hier wird es ein wenig ein bisschen moderner. Man sieht hinten immer Meer oder auch jetzt gerade nicht. Okay, ach, da hinten ist sie. Sieht man eine Bohrinsel oder mehrere Bohrinseln. Wartet mal kurz. Ich weiß nicht, das ist im Nebel, diesen Nebel versehen, ob man die erkennen kann. Besser erkennen. Ja, jetzt sieht man sie erst so gut gesagt. Ein bisschen schockgefrostet gerade. Wir kommen ja aus 38 Grad Sonne. Ich meine, Sonne ist hier auch noch. Aber wie viel sind es noch? 21. Merklich kühler. Also ich hatte eben tatsächlich schon eine Gänsehaut. Naja, okay, es war drin und die Klimaanlage war auch noch an.